Herzlich willkommen in Endingen am Kaiserstuhl im Weingut und Weinhaus El Bastian. Ich heiße Andreas Neimeyer, ich leite seit 2001, seit meinem Studium zum Diplom-Ingenieur für Weinbau und Önologie, das elterliche Weingut in fünfter Generation. Mit diesem Video will ich Ihnen drei Weltpremieren vorstellen. Es sind drei Produkte, die unseres Wissens nach auf dem Markt noch nicht existieren. Wie diese Produkte entstanden sind, will ich Ihnen kurz erzählen. Hier in unserer Winothek startet als die Weinprobe. Und bei der Weinprobe gibt es immer wieder den einen oder die andere, die zuschauen müssen. Früher oder später steigen die Autofahrer aus, denn sie müssen den Rest der Gruppe ja sicher nach Hause bringen. Aber auch zwei andere Gruppen schauen teilweise meistens zu. Die eine bekannte Gruppe ist die Gruppe der Diabetiker, die zwar gegen höhere Zuckergehalte mit Insulinspritzen gegensteuern können, aber eben hohe Zuckergehalte bereiten auch ihnen Probleme. Und 2007 wurde bei mir eine Fruchtzuckerunverträglichkeit diagnostiziert. Ich vertrage also Fruchtzucker schlecht und deswegen kann ich meinen Wein zwar probieren, aber eben hinsetzen, ein Glas Wein trinken oder Sekt trinken, war dann für mich tabu. So entstand sehr früh schon der Gedanke, dass es doch möglich sein muss, beispielsweise eben die Produkte, die gesüßt sind, und dazu gehört eben der Sekt oder Champagner oder auf der anderen Seite die Glühweine, anders alternativ zu süßen. Und im alkoholhaltigen Bereich ist es leider verboten, Süßungsmittel einzusetzen. Und so kam dann per Zufall die Idee auf, ein alkoholfreies Produkt in dieser zuckerfreien Variante herzustellen. Und so präsentiere ich Ihnen heute eben einmal eine Sekt-Alternative, unseren Sparkling Zero, und einen weißen Glühweinersatz, unseren Bastianglut Zero und unseren Bastianfeuer Zero. Und Sie können mir glauben, ich freue mich riesig, dass natürlich ich als Winzer endlich beim Glühwein oder beim Sekt mit anstoßen kann. Und auf der anderen Seite natürlich all jenen, die eben immer auch zuschauen müssen oder zuschauen mussten jetzt, dann eben ein Produkt an die Hand gebe, wo sie mitgenießen können, wo sie dabei sind, gemeinsam mit den anderen genießen. Die Weltpremiere bei diesen Produkten ist der Einsatz, schon wie erwähnt, von Süßungsmitteln. Wir haben uns natürlich intensiv vorher informiert, wie das ist mit den Süßungsmitteln. Aber letztendlich war natürlich auch klar, die Zielsetzung, ein Produkt für all jene zu schaffen, die eben mit Zucker in jeglicher Form oder auch mit Zuckeraustauschstoffen wie eben Sorbitol, Xylit, Maltitol Schwierigkeiten haben, ein Produkt eben an die Hand zu geben, das sie genießen können. Wir haben uns momentan eben für die Kombination zwischen Aspartam und Acesulfam entschieden. Beides eben Süßungsmittel, die von diesen Gruppen vertragen werden. Einzigste Ausschluss ist eben für die ganz, ganz kleine Gruppe der Phenylalanin-intoleranten Menschen. Aber so wie ich mich informiert habe, ist das wirklich nur eine ganz, ganz kleine Gruppe, sodass fast alle hier mitgenießen können. Eine klitzekleine Einschränkung und denke ich, die muss man als Weingut auch kommunizieren, gibt es. Alle Personen, die eben unter Alkoholsucht leiden, dürfen die neuen drei Produkte nicht trinken. Das ist wie beim alkoholfreien Bier, aber auch wie bei jedem oder fast jedem Saft. Eben, es gibt einen ganz kleinen Alkoholgehalt. Grenze eben von alkoholfrei sind 0,5 Volumenprozent. Das ist aber auch genau eben dieser Alkoholgehalt, der vom Körper sofort wieder eliminiert wird durch das körpereigene Enzymsystem und somit quasi ein Nullsummenspiel wird. Ja, und jetzt lade ich Sie ein, probieren Sie unsere drei neuen Produkte, sie machen Spaß. Genau, was ich noch, denke ich, erwähnen wollte und sollte, wir stehen natürlich dazu, wir haben natürliche Aromen zugesetzt, weil eben ein alkoholfreier Wein ohne Aromazusatz unserer Meinung nach nicht schmeckt. Und wir haben ganz klar gesagt, wir bringen nur ein neues Produkt, wenn wir sagen können, es schmeckt. Und in diesem Bereich
ist es für uns eben unablässig, beim Glühwein ja sowieso, wenn man eben mit Aromen oder Gewürzen arbeitet. Ja, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung. Gerne stehe ich zu Ihrer Verfügung. Schicken Sie uns eine E-Mail, wenn Sie noch eine Frage dazu haben. Ansonsten probieren Sie. Die ersten Tests waren wirklich so positiv, dass ich mich freue, eben jetzt endlich 3 einzigartige Produkte anbieten zu können. Ja, in diesem Sinne, nach einem trockenen Vortrag muss natürlich auch mal ein bisschen Belebendes dazu. Wir haben jetzt 9.28 Uhr, aber eben, es ist ja alkoholfrei, von dem her kann ich es mir erlauben. Zum Wohl, ich freue mich, von Ihnen zu hören.